Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Transport Fever. Ja, ich wollte gerade die Aufnahme starten und schon haben wir noch weitere neue Züge und Waggons freigeschaltet. So, der Jens hat mir einen guten Tipp gegeben. Ich hätte das hier gar nicht einstellen brauchen, das war ein bisschen quatscht. Denn wir können ja die Konfiguration weglassen und haben dadurch dann hier auch eine schönere Verteilung. Anstatt dass wir jeden zweiten Waggon belegt haben. Den lassen wir jetzt mal eben schon mal durchfahren, damit wir da ein bisschen den Überblick haben. Beziehungsweise, dass wir gleich das einstellen können. Die Konfiguration, dass wir den ins Depot schicken können. Ja, hier liegen noch ein paar Baumaterialien. Herr Dillenburg liegen noch welche. Hier liegen noch welche. Ich habe meinen PC neu aufgesetzt, beziehungsweise den Laptop. Also wenn es da nochmal Probleme mit dem Ton oder sowas geben sollte, gerne unter das Video kommentieren. Dann gucke ich mir das gerne nochmal an. Ja, der fährt fast voll, aber nicht voll. Gerade ist der von Wiel nämlich auch hier hochgefahren. Da war auch noch ein bisschen Platz hinten drauf. Also die Kapazitäten nutzen wir noch nicht ganz aus. So, wo ist unser Güterzug? Ja, auch hier 50 hat er noch Platz, beziehungsweise gleich nehmen wir die Konfiguration weg, dann hat er auf jeden Fall so viel Platz, wie er haben möchte. Denn Brot scheint es noch nicht zu geben für die Linie. Dann warten wir mal eben, bis der ausgeladen hat und dann schicken wir den ins Depot. Was ich für heute noch vorhab, ist, mit dem Geld, was wir haben, Matu mit Wiel zu verbinden. Das sollten wir mit dem Geld auch hinbekommen, dass wir da auf jeden Fall dann auch noch einen Zug kaufen können. Denn für Langelsheim würde das Geld alleine für die Brücke schon drauf gehen. Warten auf Freiwege, ja, das ist richtig. Dann scheint hier gerade irgendwo ein Zug zu. Ja, da kommt gerade ein Zug. Deshalb musste er eben kurz warten. Und bei den Steuerwagen, die wir oder die ich letzte Folge gekauft habe, hier, das ist einfach auch nur ein Wagen. Also da steht zwar Steuerwagen dran, aber der hat keine Leistung, das heißt, man hätte hinten dran noch eine Lokomotive hängen müssen und dann hätte das Ganze geklappt. Danke Jens auch dafür, wusste ich vorher auch nicht. Ich dachte immer, dass die Lokomotive hinten ist mehr oder weniger Deko, aber scheint ja gebraucht zu werden. Jetzt lassen wir den mal ganz kurz ins Depot reinfahren mit 20 km/h. Und dann machen wir mal ganz kurz die auf automatisch. So, da haben wir trotzdem ja noch die 300 Kapazität, daran ändert sich ja nichts und ja, mehr Waggons brauchen wir ja erstmal nicht. So, was haben wir um? Könnte man jetzt auch schon wieder umbenennen, aber lassen wir das erstmal so stehen. Warum könnte der kein Brot mitnehmen? Wir fahren von hier hin und liefern die Materialien. Hierhin. Gut, da hätten wir theoretisch ein paar Geschäftsgebäude ja bei. Aber wir liefern halt gar nichts hierhin. Liefern nichts an das Gebiet hier, wo wirklich viele Geschäftsgebäude sind. Da würde ich sagen, machen wir da jetzt erstmal was. Vielleicht kommen wir ja von, dass wir hier diese Fläche auch benutzt bekommen.
Ich würde auf jeden Fall die Kreuzung nehmen, um da ein bisschen. Also damit wir nicht noch eine weitere Kreuzung direkt hier neben haben. Aber wir können den jetzt halt nicht mehr upgraden, dann durch. Falls wir mal auf Strom oder sowas machen wollen. Gut, dann müssen hier halt Busse fahren. Ja, gut. Das Gebäude muss leider auch noch weg. So, und wenn wir jetzt hier direkt schon eine Cargo Station machen, das deckt noch nicht alles ab. Aber auf jeden Fall einen großen Teil. Und vielleicht kommen ja jetzt hier noch Gebäude. Ja, vielleicht passen da auch noch hier auch noch welche hin. Können wir einfach mal versuchen, durch die kleine Straße. Ah, schade. Ja, da ist schon das erste neue Gebäude wieder. Dann machen wir das jetzt als. Ne, da machen wir eine neue Linie für. Dillenburg. Geschäft. LKW. Denk mal, da setzen wir mal ein LKW drauf. Gucken mal, ob das wirklich angenommen wird. Nehmen wir dann direkt einen 40-Tonner. Ne, ich würde sagen, wir nehmen MAN. Und gucken einfach mal. Vielleicht reicht das ja jetzt, dass wir die ersten Brote transportieren. Da können wir, glaube ich, nochmal ein, zwei Busse auf die Linie tun, wenn wir gerade schon mal hier sind. Wir haben. Oh, wir haben neue. 25 zu 16. Nee, aber das wird jetzt wieder teurer, wenn wir die alle ersetzen wollen. Würde ich sagen, kaufen wir einfach einen Bus. Das sollte erstmal reichen. Ein bisschen Geld sparen, damit wir jetzt auch wirklich die Linien alle mal fertig bekommen. Dillenburg lädt gerade auf und 15 Brote hat er auch schon dabei. Und so sieht es natürlich auch besser aus, wenn der von vorne anfängt zu beladen. So, wo gehen wir denn am besten? Ich würde sagen, wir fahren hier. Ziemlich enge Kurve, dass wir an Wiel vorbeikommen. Wir könnten auch gucken, dass wir vielleicht hier noch einen Bahnhof hinsetzen und Wiel einfach noch einen zweiten Bahnhof kriegt. Dann brauchen wir hier gar nicht das gleich. Das war ja erstmal auch nur gedacht dafür, dass wenn die Stadt sich hier am Bahnhof mehr ausweitet, aber das scheint ja gar nicht der Fall zu sein. Hier ist ja kein Gebäude. Es fahren auch noch sehr viele Leute mit dem Auto. Schade, ich dachte, das hier wird irgendwann mal schön bebaut. Das wird dann ungefähr unser Weg. Wir könnten hier mal gucken, erstmal, ob sich das lohnt. Der müsste ja 320 Meter lang sein, ganz normal. Ja. Ach, wir haben sogar neue Bahnhöfe gekriegt. Dann können wir mal gucken: 320 Meter, zwei Gleise. Wie teuer das Ganze überhaupt wird. Hier vorne würde ich sagen, macht noch keinen Sinn. Das könnte man überlegen, den hier hinten hinzusetzen. Gut, müsst ihr halt gucken, was die Terrainangleichung bringt. Aber so ist eigentlich ganz gut. Vielleicht noch ein Stückchen weiter nach hinten. Dass wir durch den Berg kommen und damit über unsere
Güterlinie. Gucken wir mal, ob das Ganze zu realisieren ist. Und wie das Ganze ausschaut. Kommen wir da vielleicht auch ohne Brücke hin? Leider nicht. Ach, hier können wir auch die Brücke nehmen. Wir werden hier nicht 300 km/h fahren. Aber, nee, wir machen das erstmal wieder weg. Denn hier müssten wir ja gar nicht nach oben. Hier können wir ja gucken, dass wir eher nach unten gehen. Dann schütten die zwar hier noch mal ein bisschen auf. Aber dann sparen wir uns eine Brücke. Oh, mal gucken, ob man das wegkriegt. Ah, doch, geht weg. Gott sei Dank. So, dann hätten wir das schon mal so. Ja gut, ist halt ziemlich im Berg drin, der Bahnhof. Da gehen wir gleich dann raus. Aber wir können uns ja schon mal um den Nahverkehr kümmern. Kommen wir da rum? Vielleicht wollen die ja lieber hier bauen, anstatt beim anderen Bahnhof. Hier haben wir ja so einen, wir haben ja extra noch so einen großen dahin gebaut gehabt. Ja, nochmal neue Waggons. Oder ein. Müsste auch ein Mod sein. Mal gucken, wann wir dazu überhaupt kommen, die alle mal zu verwenden und uns die anzuschauen. So, das wäre jetzt die Buslinie. Machen wir da eine neue oder verbinden wir das? Wielbus 1, wie... Decken hier doch... Oh, okay. Deckt sogar hier noch alle ab. Ja, deckt zwar alle Gebäude ab, aber wir fahren schon so, dass unsere unsere Bewohner viel laufen müssen. Könnten wir auch eigentlich mal eine neue Linie machen. Was sagt die Uhr? Ja, 13 Minuten. Ja, das Haus kann stehen bleiben. Dass wir den Nahverkehr einfach nochmal ein bisschen verändern. Dass wir einmal vielleicht sogar eine Strecke außenrum machen, eine Buslinie. Und eine durch die Mitte. Und die sich dann an den Bahnhöfen treffen. Können wir mal gucken, wie das Ganze dann funktioniert. So von, dass wir vielleicht gar nicht so weit laufen müssen, dass wir mehr Haltestellen machen. Oder viele Haltestellen. Ja, vor der Kreuzung ist, glaube ich, besser. Dann ist das Stau nicht für alle abbiegenden Fahrzeuge. So, wenn wir außen rumfahren. Ja, wir können das auch hier in zwei Richtungen machen. Machen wir zwei Busse pro Seite. Denn wir würden ja auch bestimmt den einen oder anderen Bus dann von der schon vorhandenen Linie wegnehmen können. Ja, hier ist auch viel LKW-Verkehr und da sind schon die großen Brummer. Gut, hier fehlt jetzt noch das Logo, da bin ich noch nicht zugekommen, dass
wieder zu integrieren. So, jetzt haben wir da auf jeden Fall. Dann wird das Linie 3 und 4. Fangen wir einfach mal bei dem Bahnhof an. Haben vielleicht ein paar mehr Haltestellen, aber das muss ja kein Nachteil sein. Ja, aber ich glaube, hier fährt er nicht. Okay, wir müssen zwischen 5 und 6 müssen wir den Wegpunkt einstellen. Dann ist das Wielbus 3. Und den in die andere Richtung wird dann Wielbus 4. Also genau die Linie wieder zurück. Ich denke mal, auch hier werden wir den Wegpunkt brauchen. Oh ne, weil die Haltestelle so rum ist. Ja, haben wir auch. Dann ist das Wielbus 4. Ja, Geld kommt gut rein. Da werden wir auf jeden Fall die Strecke zu Ende bauen können. Zwar nicht mehr heute. Heute können wir jetzt uns noch um die Buslinien weiter kümmern. So, die hätten wir jetzt. Jetzt hier die. So, wie fahren wir denn bei Grün jetzt? Gut, das könnten wir echt als Schleife lassen. Fahren dann mittig hierher. Oh, was haben wir denn hier? Die fahren hier. Fahren. Bo okay, ne, so ist. Das werden wir beheben. Haben wir da nur. Die fahren. Ey, eine schöne Schleife, okay. Ja, die Haltestelle können sie gerne dann. Die Linie würde ich gar nicht groß verändern. Ich würde hier einmal herfahren lassen, damit die da nicht durch die 30er-Zone müssen. Aber warum ist der denn hier auf der einen Straßenseite? Was ist denn, wenn wir die Bushaltestelle abreißen? Weil die ist ja nicht in Verwendung. Ja, das war's schon. Dann brauchen wir auch da gar nicht zwei Linien, da reicht dann die eine. So, da müssen wir von Haltestelle 1 erstmal zum ersten Wegpunkt, der mittlerweile unser siebter hier in Wiel ist. Und das war's dann mit der Linie. Überall schön, wo 50 km/h ist. Ja, das passt. Dann benennen wir einfach Bus 4 in Bus 2 um. Da müssen wir nur einmal was umbenennen. Und wie viele Fahrzeuge haben wir hier drauf? Sind auch schon alt. Wie lange können die denn? 35, ja, nee, dann haben die noch. Dann haben die noch Zeit. Dann nehmen wir jetzt die beiden und machen den auf Bus 2. Und die anderen oder zwei andere für Bus 3. So, jetzt hatten wir aber noch 4 Stück auf der anderen Linie. 5. Haben wir denn Wartegäste? Ne, viele Gäste stehen hier nicht. Können wir auch einen Bus bestimmt? Ja, hier fährt einer mit. Verkaufen wir einen Bus wieder, denn wir machen 108.000 minus. Das heißt, wir haben zu viele Busse auf der Linie. Ja, hier Baumaterialien ist auch noch sehr viel frei. Und der hat nur 80 Kapazität. Die
fahren auch mittlerweile, glaube ich, sehr viel leer. Wird denn irgendwo irgendein Stau? Schaut es denn hier aus? 302 Lebensmittel zum Umschlagbahnhof. 90. Und ja, der wird vollfahren. Ist das hier nicht unser Umschlagbahnhof? Ah ne, das ist viel Lebensmittel. Der hat auch nur die Hälfte geladen. Und der holt jetzt 234 ab, die da oben liegen. Ja, auch hier kann man, denke ich mal, den ein oder anderen LKW verkaufen. Oh, wir haben 4, 10, 15 LKWs. Machen überall Minus. Verkaufen wir hier mal 2 Stück. Und hier auch einfach mal schon mal ein. Gucken wir, ob das schon was ausmacht. Denn die haben Betriebskosten jährlich von 70.000. Gut, haben wir jetzt 200.000 gespart. Das sind bei 127 Millionen jetzt nicht die Welt. Aber wäre schön, wenn wir überall Gewinn machen. So, das machen wir jetzt noch eben als zweite Spur. Damit wir den Abschnitt fertig haben. So, ja, Signale machen wir dann, wenn wir die Linie komplett fertig haben. Hier würde ich nochmal kurz eine Straße machen. Muss ja nicht weit sein. So, Glättungstool lassen wir auch erstmal, mal gucken, was wir da noch alles machen müssen. Aber ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Gerne zur Qualität was in die Videobeschreibung. Wie gesagt, ich habe meinen Laptop neu aufgesetzt. Da könnte sein, dass noch nicht alles wieder hundertprozentig so ist wie vorher. Deshalb kommentiert einfach gerne, dann gucke ich mir das nochmal an. Und ansonsten gerne Anmerkungen in die Kommentare auch. Und dann hoffe ich, dass ihr Donnerstag wieder einschaltet. Bis dann, ciao.